Herzlich willkommen bei Aktienlust TV zu einem weiteren Update zu meinen beiden Biotech-Empfehlungen im TechDAX, den deutschen Biotech-Unternehmen Evotec und Medigene. Beide haben ja in diesem Jahr bis jetzt eine gute Entwicklung genommen, wobei da sicherlich noch mehr drin ist. Gerade Evotec ist zuletzt wieder angesprungen, nachdem eine weitere Kooperation gemeldet wurde. Es war im Grunde genommen aber die Fortsetzung einer bestehenden oder eine Erweiterung einer bestehenden Kooperation mit dem US-Biotech-Giganten Celgene. Man forscht hier schon seit längerem im Bereich von Alzheimer-Erkrankungen. Jetzt will man auch im Krebsbereich die Forschung gemeinsam vorantreiben. Sie wissen, Evotec stellt eben moderne Forschungsplattformen zur Entwicklung von Medikamenten bereit. Das ist ein Geschäftsbereich neben eigenen Wirkstoffen, die man in der Pipeline hat und weiterentwickelt. Und hier will Celgene hier mit Evotec eben ganz stark voranpreschen. Evotec enthält hier schon mal eine Vorabzahlung von 65 Millionen Euro. Das ist natürlich, spült die Kassen auf, um die Forschung zu finanzieren. Und man ist natürlich auch beteiligt an möglichen Verkaufserlösen der künftigen Medikamente, die daraus entwickelt sind. Ja, in dem Jahr wurden ja bereits schon weitere Kooperationen gemeldet. Einmal mit Bayer, zuvor mit Sanofi. Jedes Mal hat die Aktie positiv darauf reagiert. Es gibt noch einen Abgeber im Markt, ja, für diejenigen, die sich das so richtig nicht vorstellen können. Es gibt immer bei Unternehmen, gerade in der zweiten und dritten Reihe im Biotech-Sektor, natürlich auch mal Investoren, die sich von einem Investment verabschieden wollen. Wenn Sie jetzt in Evotec investieren wollen, gibt es andere, die schon längere Zeit dabei sind, die eben sagen, okay, an der Stelle jetzt das Unternehmen, wir haben ein Ziel erreicht, ich baue hier mal Bestände ab, um eben weiter zu diversifizieren. Das hat nichts mit der Qualität jetzt von Evotec zu tun, sondern es ist einfach eine Diversifikation institutioneller Investoren in andere Bereiche zu investieren. Also Evotec momentan steht gut da, man hat die Kassen voll, man hat gute Kooperationen am Start. Die Bewertung ist auch im Vergleich zu internationalen Vergleichsunternehmen moderat. Also hier, denke ich, ist man interessant investiert in einem Titel, der durchaus Kursfantasie hat. Ja, bei Medigene, unserer zweiten Biotech-Empfehlung aus dem TechDAX, sieht die Welt ähnlich aus. Also man hat ja in der Immuntherapie, das ist ja momentan eines der Hype-Themen überhaupt in der Biotechnologie, im Kampf gegen Krebs über Immuntherapien hier erfolgreich zu agieren. Da hat man ja Kompetenz aufgebaut mit dem amerikanischen Partner Bluebird Bio im Rücken, der ja massive Meilensteinzahlungen eben zahlt an Medigene, um dieses Programm weiter voranzubringen. Jetzt hat man die gute Entwicklung genutzt, bei Medigene eine Kapitalerhöhung durchzuziehen. Das ist bei solchen Unternehmen absolut üblich. Man hat eigentlich in den Hauptversammlungen beschließt man immer, dass man 10-prozentige Kapitalerhöhungen machen kann unter Ausschluss des Bezugsrechts. Das gibt das Börsenrecht so vor. Und diese 10%, der wurde jetzt außerbörslich platziert. Das zeigt natürlich, hier gibt es Investoren, die sind auch zu 40,80 Euro hier, haben die dieses Paket aufgegriffen, haben praktisch den Kassenbestand um 32 Millionen auf jetzt 80 Millionen Euro ja anschwellen lassen. Das ist viel Geld, mit dem Medigene jetzt weiter forschen und entwickeln kann. Und auch hier gilt natürlich, in dieser Branche sind zuletzt viele Unternehmen aus diesem Sektor auch übernommen worden. Das bleibt auch eine Fantasie bei Medigene. Sobald sich hier wirklich richtige Erfolge einstellen oder abzeichnen, gehe ich jede Wette ein, dass ein großer zuschlagen wird. Natürlich ist hier Bluebird Bio an erster Stelle zu nennen. Man ist hier natürlich eng dran an Medigene. Aber natürlich haben auch die anderen Branchengrößen diesen kleinen, aber feinen Biotech-Wert aus Deutschland auf dem Radar. Also das sind beides Unternehmen, Evotec und Medigene. Natürlich spekulativ. Man kann solche Aktien nicht vergleichen mit einer Allianz oder einer Münchner Rück oder auch selbst einer Apple oder einer Alphabet oder Facebook. Das sind andere Dimensionen. Aber in dem spekulativen Sektor, wer etwas
Mut hat, etwas auf eine erfolgreiche Produktentwicklung im Biotech-Bereich spekulieren will. Und dann geht es hier ganz schnell. Dann gibt es hier oft Kurssprünge von 50%, wenn mal positive Meldungen über den Schirm gibt. Natürlich andersrum, das Risiko entsprechend auch etwas höher. Aber ich denke, dass hier die Balance einigermaßen stimmt. Also wir haben sie bei uns in den Börsenbriefen ganz klar auf der Empfehlungsliste drauf. Auch in möglichen Sonderreports, die wir ja immer wieder publizieren, für Sie kostenlos mit ausführlichen Details zu den Unternehmen. Das sollten Sie sich auch mal anschauen, die wir hier immer wieder auf Aktienlust.tv anbieten, um Ihnen den Einstieg an die Börse oder eben das Geschäft grundsätzlich an der Börse zu erleichtern, zu erweitern, lade ich Sie herzlich ein. Demnächst natürlich hier wieder mehr von mir zu anderen Unternehmen, auch natürlich auch wieder demnächst auch Updates zu Medigene und zu Evotec. Ihr Jürgen Schmidt.